Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 Ranglistenmodus mit Irash zusammen. Wir haben uns jetzt drauf geeinigt. Wir spielen die Fiesta Kingsguard Combo. Und ich fange mit Kingsguard an. Der gute Kollege macht Fiesta. Welcome to Nova. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Ja. Gefällt mir schon an sich ganz gut, was ich hier habe. Ja, ich nehme das. Ich nehme das so, wie es ist. Weil wir können mit den Mana-Rossern gut arbeiten, können die Harpien hochpacken, können die hochpacken. Das ist schon mal sehr schön. Beschützer, Riesenschnecken. Ja. Ich würde einen Bone Crusher starten. Wir stoppen den Bone Crusher. Ganz entspannt. Und ich könnte tatsächlich sogar noch eine Harpie reinpacken, um die Schnecke auf 2 zu blockieren. Aber wir warten mal noch. Er hat nichts geschickt. Dann hole ich mal lieber keinen Worker. Das ist ein Pyro. Green Devil. Oh, die Maske hat ordentlich was durchgelassen. Ja, er hätte vielleicht noch eine kleine Maske hinstellen sollen. Ach, da stand noch eine. Okay. Ja, gut. Aber ist nicht so schlimm. Der hält es aus. Der hält sich hoch. Wir könnten hier einfach noch einen zweiten platzieren. Und fertig. Nachher kann ich dann auf jeden Fall die Knochenkrieger reinpacken. Und zu den Magiern machen, weil Stichschaden habe ich genug. Magischer Schaden ist nicht so gut. Ah, keine Schnecke geschickt, ne. Vielleicht zu teuer auch angefangen. Alle weg. Schon mal lieber noch keinen Worker. Wer weiß, was ich jetzt noch geschickt bekomme. Mana-Ross kann ich auf jeden Fall platzieren und das werde ich auch. Mana raus mit hin. Ich könnte sogar noch eine Harpie hin platzieren. Da kriege ich schon mal Attack Speed. Was mal weiter King Aufwertungen. Ja, das ist auch nichts geschickt bekommen. Es wird gefährlich. Also ich sollte es rein theoretisch halten, aber hier sieht das schon sehr knapp aus. Das ist schlecht. Sind sehr viele kleine übrig geblieben. Ja, mit den Masken hatte ich aber auch immer Pech. Da bleibt immer ganz viel übrig von den kleinen. Aber bei mir auch immer so, die lassen immer mit kleinen Leben welche übrig. Ja, aber das ist nicht so wild. Ach, meine Fresse. Ich hätte schon längst Rocker reinpacken können. Muss mir Rocker holen. Du bist diesmal Fiesta, nicht ich. Also rein theoretisch kann auch ein bisschen übertreiben.
Guck mal, wie viel die Attack Speed bekommt wegen dem Mana Ross. Attack Speed voll. Wollen wir noch einen Mana Ross hin? Ja. Wir bauen noch eins hin und einen Worker. Drei aufgewertete Masken. Hm. Also ich werde diese Runde nicht schicken, damit ich nächste Runde was reinhauen kann. Wird wahrscheinlich ein Unhold sein, so wie es aussieht. Auf jeden Fall Worker holen, der hat die Schläge geschickt. Oh, das ist sehr gut. Ist zwar schade, dass es der große ist. Aber es ist nur einer durchgekommen. So, wir brauchen ein bisschen Aufprallschaden. Also extra noch. Ich glaube, den platziere ich hier drüben. Noch eine Harpie mit hin. Und eine Echse mit rein. Weil die Steinhauer sollten auf jeden Fall den Pyro down kriegen. Und für die anderen habe ich dann den Stichschaden mit dabei. Er hat extra die geholt, aber ich habe Stich mitgeschickt. Für deine Piraten. Oh, das ist bitter. Er kommt wenigstens durch. Habe ich ein bisschen dezimiert. Das ist wirklich bitter. Alle sechs sind noch da. Ja, Fiesta ist gar nicht so einfach manchmal abzuschätzen. Ich sehe es ja selber immer wieder. Dass bei mir entweder halte ich oder es kommt irgendwie zu viel durch. Das sind so die kleinen Feinheiten, die müssen sitzen. So, wir hauen ja ein bisschen Stichschaden auf jeden Fall mit rein. Ja, was können wir machen? Wir könnten auf 9 gehen. Auf 9. Nicht auf 8. Auf 9 ist gut. Hab wieder einen Robo reingekriegt und eine Brute. Kanonenschütze und Echse. Also ich kann es noch recht gut verteidigen. Aber wie gesagt, ist immer sehr schwer abzuschätzen. Bei Fiesta gerade, wie viele überhaupt möglich ist und wie viel nicht. Dann wird wahrscheinlich mal eine Handbank reinsetzen. Und Yuzora. Hm. Er hat viel Flächenschaden, aber so Single Target ist nicht da. Kann ich mal ein bisschen gucken hier. Den kann man reinpacken. So, du hast viel Flächen mit SCH. Ich glaube deshalb
verteilt sich das so kacke? Ja. Wir machen das so. Kanonenschütze noch mit rein. Ah, ich kann ruhig noch. Ja, wir holen mal nur einen. Ja, da bleiben auch wieder viele übrig. Da bist du gut durchgekommen. Ich komme auch gerade so durch. Das heißt, wir sind schon mal beim King angekommen. Das ist ja gut. Ich werde das abwehren. Nur noch einen Worker reinhauen. Ah, sehr gut. Das gute Geld. So. Nee. Dann hole ich lieber noch Harpien. Also hier drüben ist auf jeden Fall Stichschaden wichtig. Wir könnten auf die 11 gehen. Wir könnten auf die 11 gehen. Mit Riesenschnecken könnten wir machen. Ja, das ist halt dieser Flächenschaden. Der ist da... Ja, nicht gut. Der ist einfach nicht gut. Gegen den Boss. Da brauchen wir schon was Dickes. Ich glaube, ich nehme keine Riesenstecken. Ich nehme die Beschützer-Aura. Hau die da drauf. Upgrade. Alle ganz, ganz schön weit zurück. Vielleicht können wir uns noch rumreißen. Ansonsten, wenn wir jetzt nicht wirklich gut durchkommen, dann sollte er wahrscheinlich Autoset anmachen und ein bisschen Geld recovern. Oh, diese Heiler. Ich komme nicht durch. So, mein Auto sind an und recover. Ein bisschen Gold. Weil das macht am meisten Sinn, dass er da ein bisschen Geld wieder rauskriegt und wieder zurückkommt. Wir werden dann weiter den King aufwerten. Weil wirklich viel gewinnen wir nicht. Zumindest aktuell nicht. Catch me if you can. Clear the sky. Not enough gold. Consider it done. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wir müssen recovern und dann müssen wir auf den... auf die 17 gehen.
Wir machen Einkommen und gehen dann auf 17. Das macht für uns am meisten Sinn. Muss wieder Gold erholen, damit du Dev aufbauen kannst. Wir werden wahrscheinlich dann ab 14 sparen oder so. Ich weiß noch den King hoch. Ich bin gut dabei eigentlich. Den werde ich mal noch auf. Wir könnten bis 14, wir könnten nächste Runde noch mal senden und dann 17 Long Save machen. Das wäre so mein Gedanke. Weil er kommt einfach nicht wieder zurück, weil er die ganze Zeit angegriffen wird. Ich kann das blocken. Das ist kein Problem. Aber wir müssen uns wieder ein bisschen aufbauen. Und durch Fiesta ist er zum Glück noch immer ein bisschen besser dabei. Wir hauen einfach ein bisschen was rein. Und ab jetzt könnten wir theoretisch sammeln. Die beiden werte ich auf. Noch eine Harpie. Harpie ist immer gut. Ja, kommt noch eine Schnecke mit rein. Aber jetzt können wir einen Long Save bis 17 machen. Dann können wir noch ein bisschen was rausholen. Er hat natürlich mit dem mit der Belagungsmaschine genau den Schwachpunkt getroffen. Aber ich def noch ganz gut. Außer die Belagungsmaschine habe ich alles down gekriegt. Oh, hier drüben ist was durch. Wir haben auch lange gekämpft. Ja, wir sammeln jetzt. Dass wir auf 17 ordentlich schicken können. Damit wir unseren Vorsprung wieder zurückbekommen. Ja, weil er ist jetzt wirklich schon sehr weit vorne. Nee. Schon ein Hab hier. Ich werde auch mal rollen. Aber kein Magic Damage dabei. Die weg. Banana Bank. Mudman. Mudman nicht schlecht. Nehmen wir mit. Von 280. Der will es jetzt aber wissen. Ja, mein Magic Damage ist halt nicht so stark. Ja,
Haben wir alles geblockt. Könnte auf jeden Fall noch zwei Worker reinhauen. Na, ich schaff's gerade so nicht. Was können wir denn schicken? Wir könnten schicken. Auf jeden Fall könnte ich ein Voreis reinknallen. Das geht immer. Ne, den baue ich jetzt nicht. Ich baue noch einen. Von denen. Immer noch Harpchen. So, Voreis auf jeden Fall für ihn. Die Heiler könnten dann auch noch den größer machen. Vermute ich mal. Dann müssen wir nur noch ein bisschen Aufprallschaden mit reinschicken an Ogern oder sowas. Ogern sind immer gut. Und dann sollte das klar gehen. Oh, 960, holy shit. Das sieht nicht gut aus. Ich kann meins zumindest blocken. Aber da steht noch eine ganze Menge. Okay, er ist auch durchgekommen. Er konnte nicht verteidigen. Einen hole ich noch. Ogre mit rein. Jetzt werden sie ganz schön auf die Fresse kriegen. Ich werde hier drüben noch einen hinstellen. Die werden mir gut weiterhelfen und dann muss ich mal ein paar Harpien upgraden. So, ich krieg noch auf jeden Fall noch eine Brut rein. Man, er hat 960 geschickt bekommen und wir haben das trotzdem ganz gut geblockt. Der King hat kaum Schaden gekriegt. Oh, 540 direkt die nächste Klatsche. Jetzt gehen die aber rein. Ja, ich komme durch. 100 Pro. Sehr gut. Sehr schön. Das war wirklich sehr schön. Ich wehr das ab, kein Ding. Und die kriegen auf die Fresse. Das wird's gewesen sein, Freunde. Victory. Geil. Das war eine weitere Runde von Legion TD2. Ranglistenmodus. Kingsguard und Fiesta, meine lieben Freunde. Ja, schaut doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Hier habe ich auch mit Iraj und Amo Lukas sogar zusammengespielt. Bis dahin, entspannt Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.